Es herrscht extreme Nervosität an den Finanzmärkten und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster. Gestern das FED-Protokoll, das schien ein echter Gamechanger zu sein. Die FED war alles andere als gestimmt nach Zinsanhebungen, sondern aus dem Protokoll ging hervor, man mache sich Sorgen über die Konjunktur, nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und eben auch über den starken Dollar. Das haben die Märkte zunächst mal euphorisch aufgenommen. Nämlich in Hinsicht auf später erfolgende Zinsanhebungen, wenn sie denn überhaupt kommen. Die Märkte also nach oben geschossen, der Dollar abverkauft, Euro-Dollar gestiegen. Aber dann scheint sich bei genauerem Hinsehen das eingestellt zu haben, was wir heute im morgendlichen Ausblick schon vermutet hatten, nämlich dass man sich Sorgen macht über die Sorgen der FED. Denn wenn, so die Logik, die FED sich schon Sorgen macht, dann sollten sich das die Märkte wohl auch tun, sodass wir hier diese extreme Nervosität heute erleben. Schauen wir uns mal an, was heute wichtig war, was heute auf der Agenda stand. Das startet mit erneut wirklich grottenschlechten deutschen Zahlen. Die Exporte sind im Vergleich zum Vormonat um 5,8% eingebrochen. Das ist der größte Rückgang seit der Januar 2009, also mitten in der Finanzkrise. Im Prinzip auch die Importe minus 1,3%, was dazu führt, dass dann die Handelsbilanz Deutschlands ein bisschen schlechter geworden ist. Apropos Deutschland, das IPO von Scout24 ist abgesagt worden. Das Unternehmen war eigentlich heute schon auf dem Weg an die Börse, ist offenkundig da auf dem Weg irgendwo verschollen. Man argumentiert, ja, die Börsen seien eben nervös, es sei unsicher, das Umfeld. Man achtet sehr genau hier bei Scout24 auf die Kursentwicklung von Zalando und der Rocket Internet. Aber beide Aktien sind heute eigentlich positiv. Insofern nicht ganz verständlich, warum Scout24 heute den Börsengang abgesagt hat. Dann heute wirklich auffällig. Wir haben massenweise Rekorde gesehen bei Risikoprämien für Staatsanleihen. Die Renditen haben Allzeittiefs gesehen bei Anleihen Spaniens. Da sind wir jetzt bei 2,2%. Finnland ist heute die 10-jährige Staatsanleihe unter die 1%-Marke gefallen. Auch historisch erstmalig Holland neues Rekordtief, Deutschland neues Rekordtief, selbst Portugal neues Rekordtief. Und das ist insofern erstaunlich, als hier Espirito Santo die Holding hier pleite gegangen ist, offiziell jetzt pleite ist. Da gibt es ein ganzes Firmenkonstrukt, das völlig unüberschaubar ist. Insofern dürfte diese Insolvenz hier die Gerichte noch jahrelang beschäftigen. Das sind die Daten aus der Eurozone. In den USA haben wir extrem erfreuliche sogenannte Continuing Claims gesehen, also die fortgeführten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die sind so niedrig wie seit 2006 nicht mehr. Eigentlich ein sehr gutes Zeichen, dass der Arbeitsmarkt sich erholt. Das wollen die Märkte vielleicht gar nicht so gern hören, denn die FED achtet ja sehr genau auf die Arbeitsmärkte, auf den amerikanischen Arbeitsmarkt, und wenn der sich erholt, dann ist das eben vielleicht nicht die allerbeste Nachricht für die liquiditätsgewöhnten Märkte. Dann eben jetzt diese Interpretation, was meint die FED eigentlich, wenn sie sagt, Europa zeige Bremsspuren, Asien, man macht sich Sorgen bei der FED, man argumentiert, dass der starke Dollar die Inflation übermäßig drücken würde. Man hat ja hier die Zielvorstellung bei der FED, 2% möchte man die Inflation haben, aber wenn eben der Dollar stark ist, dann sinken für die Amerikaner die Importkosten und das drückt eben dann auf die Inflation. Apropos Inflation, das ist für die Notenbanken eben der entscheidende Punkt, nämlich die Inflationserwartung, hier die sogenannten 5-Year-Swaps, die hier die Inflationserwartung ausdrücken. Und hier sehen wir das im Dollarraum, dass die Inflationserwartung immer weiter runtergeht. Und das Gleiche gilt eben auch für die Eurozone. Hier sehen wir dieses richtig massive Abtauchen der Inflationserwartung. Und das ist wirklich ein Albtraum für die Notenbanken, die ja Geld drucken, die Märkte mit Liquidität fluten. Und trotzdem glauben die Märkte nicht, dass Inflation kommt. Und die Notenbanken sind sehr fokussiert, vor allem auf die Erwartung der Märkte, denn die Erwartungskomponente ist immer das Entscheidende. Wenn Menschen erwarten, dass Deflation kommt, dann kaufen sie eben nicht heute, sondern sagen, es wird irgendwann günstiger, wir kaufen eben später. Schauen wir uns mal, nachdem ich Sie nochmal auf finanzmarktwelt.de hingewiesen habe, wo Sie diese Informationen bekommen, schauen wir uns mal ein paar Charts an. Und da starten wir natürlich ja, mit unserem DAX. Und wir sehen, wir sind heute Morgen in der Euphorie nach oben gelaufen, sind bis gut 9140 Punkte gekommen, aber dann ging es wieder unter die 9000er Marke, dann ging es wieder Richtung 9100, jetzt sind wir wieder bei der 9000er Marke. Also es ist ein Zickzack, eine Achterbahnfahrt heute an den Märkten. Wenn wir das Ganze mal hier bei den Amerikanern betrachten, sehen wir auch, hier haben wir beim Dow Jones ein Hochgebildet bei 17.020, jetzt geht es scharf runter, wir sind schon mal 160 Pünktchen wieder unter dem Tageshoch, also es geht hier heiß zur Sache. Gleichwohl, die Amerikaner
stehen noch ein bisschen besser da als der DAX hier. Der helle Chart, das ist der Dow, der DAX ist der dunkle Chart und wir sehen hier die Amerikaner deutlich besser, nachdem gestern sich die Dinge hier wieder eingerenkt hatten, jetzt deutlich bessere Performance beim DAX. Schauen wir uns mal den Euro-Dollar an, auch hier eine Achterbahnfahrt. Wir sind zunächst in Richtung 1,28 sogar unterwegs gewesen. Klar, wenn die FED sagt, wir machen uns Sorgen über einen stärkeren Dollar, dann ist das für Euro-Dollar natürlich ein echter Kurstreiber, Richtung 1,27 gefallen, jetzt sind wir wieder bei 1,2725. Dann noch das Gold, kann hier profitieren, ganz klar, wenn keine Zinsanhebung kommt oder nicht so schnell kommt, dann ist das grundsätzlich positiv für Gold, 1229 und nach wie vor im Sinkflug ist das amerikanische Crude Oil 86,33. Abschließend noch zwei Aktien, hier die Lufthansa wieder einer Tagesverlierer, 11,11 € und eine positive Nachricht, es gibt ja auch positive Nachrichten, Zalando heute im Plus, die Aktie bei 18 €. Ich wünsche erstmal einen schönen Feierabend, es geht heftig zu an den Märkten, bis dann, ciao.